Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Wetter und dem dazugehörigen und passenden Wettervideo hier am Strand von Maspalomas. Heute am 24. April 2023. Ja, wir haben jetzt genau 9 Uhr. Wir haben keinen Wind und auch fast keine Wolken. Erstmal hier den Überblick verschaffen. Tiefstwerte waren heute Nacht um die 16 Grad, Höchstwerte wieder heute um 28 Grad erwartet. Uhr war der Sonnenaufgang, um 20.32 Uhr Sonnenuntergang. Ja, und zu den Gezeiten, wir haben jetzt im Moment ablaufendes Wasser bis um 10.34 Uhr, dann ist der Tiefstand erreicht und um 16.45 Uhr ist dann das nächste Hochwasser. Ja, zum Terminkalender. Am Donnerstag ist wieder Lucky-Tag. Lucky Lasandia, der Treffpunkt. Da hat man Zeit und Möglichkeit, sich ein bisschen zu unterhalten. Bei Lucky und Tine. Die Larifari-Bar in dem Einkaufszentrum Lasandia ist ganz einfach zu finden, kennt auch jeder Taxifahrer. Ja, um 20 Uhr gibt es da auch dann sozusagen Live-Musik. Und man hat Möglichkeiten, sich ein bisschen in gepflegter Atmosphäre zu unterhalten, und für Getränke ist auch gesorgt. Es gibt da eine sehr, sehr gute Sangria in Weiß und in Rot, eine hausgemachte. Die sollte man auf jeden Fall mal probieren. Donnerstag 20 Uhr, dann am Freitag wieder der Treffpunkt um 16 Uhr, auch hier am Faro, am Leuchtturm, 16 Uhr freitags, mit und ohne Kamera. Wir können uns da auch bisschen unterhalten und das ist immer ganz nett und ganz lustig und sehr aufschlussreich und ich erfahre immer ein bisschen mehr. Ja, und die Taschen, die Stofftaschen, Baumwolle und die Kappen dazu, die habe ich dann jeweils mit dabei. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier auf unseren Morgenspaziergang auf den Strand hier in Maspalomas. Wir haben auch hier wieder über dem Atlantik die absolute Weitsicht. Wenn man mal jetzt nur hier so mit dem Zoom schaut, wir haben hier zwei Schiffe am Horizont erkennbar. Einmal hier und einmal ein bisschen weiter drüben. Ja, schön anzusehen, das Wasser heute.
einfach wieder ein Naturschauspiel sondergleichen. Ja, an dieser Stelle recht herzlichen Dank für eure Teilnahme, fürs Abonnieren, fürs Teilen der Videos, fürs Weiterleiten und auch für die Kommentare und die Beantwortung der Kommentare. Vielleicht noch eins zum Organisatorischen. Die Auflösung, die ich hier produziere, ist ungefähr die Hälfte, die die Kamera aufnehmen kann. Das hat den Vorteil, dass es dann auch ein bisschen schneller zum Hochladen geht. Manchmal reduziert YouTube beim Zeigen die Qualität runter. Das heißt, wenn man das dann sieht es ein bisschen verschwommen aus oder unscharf. Da gibt es da unten so ein Rädchen, da kann man dann anklicken und dann kann man die Qualität zum Abspielen dann auch verändern. Das machen die aus Kapazitätsgründen. Da habe ich keinen Einfluss drauf. So, von hier an nochmal unseren Fahrer ins Visier. So, und für mich geht es jetzt ein bisschen flotter hier weiter in Richtung unter dem Maspalomas. Aber erst mal den Blick in die Berge. So, und nun jetzt Richtung Playa de Ingles. Ja, was kann es Schöneres geben, am Morgen hier entlang zu laufen, zu spazieren, zu stehen, zu schwimmen oder den Gang auf die Düne wagen. Aber jetzt, wenn ich mir die so ansehe, ja, die rechte Seite, die rechte Düne, die ist auf jeden Fall höher wie unsere Düne 43 hier. Aber hier hat man einen wunderschönen Blick. Dann wage ich ganz einfach mal den Aufstieg. Da müsste ich jetzt direkt noch mal ein Foto machen.
Ja, was für ein Ausblick hier. Was für ein Ausblick. Schaut euch das an. So, hier vor uns der Monte Leon, der Berg, das seht ihr einen unteren Teil und den oberen, Monte Leon Bajo und der Arriba. Ja, und nun wieder unser Faro, das Ganze. Können wir jetzt auch noch mal mit so machen. Ja, auch die Weite jetzt vom Ozean und der klare Hintergrund, der Übergang zum Himmel. Ja, da muss man nicht viel Kommentar dazu abgeben, das reicht eigentlich.
So, wieder hier unten auf Meereshöhe. So, das ist jetzt der schönste Anblick hier. Die Kurve fängt jetzt langsam an. Ja, ein kleines Fischerboot hier vor uns, ganz ohne Fahrt jetzt im Moment. Ja, wieder mittendrin statt nur dabei. Nein, heute gehe ich nicht mit der Kamera ins Wasser. So, jetzt geht es auch wieder Richtung Faro zurück. Und die Farben, die sind wirklich so. Ich mache da nichts dran. Da wird nichts verändert, nein. Das ist alles echt und Natur hier, Natur pur. Hier kommt auch wieder schweres Gerät entgegen. So ist es jetzt am frühen Morgen hier. Das Videowetter am Strand von Maspalomas ist ja nicht nur das Videowetter. Das ist auch der morgendliche Spaziergang für viele Menschen, die eben nicht hier sein können oder auch vielleicht gar nicht mehr reisen können. Das kann auch sein aus gesundheitlichen Gründen, aus Altersgründen beziehungsweise auch aus finanziellen Gründen. Und deswegen versuche ich da ein bisschen
Atmosphäre rüberzubringen. Mittlerweile habe ich ja auch die Kommentare, viele Geräte sind größer, die Menschen haben es bequemer, sich das anzusehen. Und haben vielleicht von ihren Kindern oder Enkelkindern die Möglichkeit bekommen, durch Technikhilfe und Information das zu Hause anzusehen. Und jetzt ist es auch mit dem Filmen noch einigermaßen möglich. Wenn dann so viel Publikumsverkehr ist, dann ist das nicht so einfach. Und deswegen bin ich ja auch lieber früh unterwegs, aber nicht nur deswegen, sondern generell. Schaut euch das an, schön. Einfach nur schön. Jetzt noch mal ein bisschen mit Zoom und dann ist es auch langsam wieder Zeit, mich zu verabschieden. Und mit diesen Bildern sage ich dann bis zum nächsten Video. Ich weiß, wo es heute hingehen wird. Der ein oder andere kann sich's denken. Und die anderen werden dann eben noch ein bisschen drauf warten müssen. Ich sage jetzt erstmal hasta luego, macht's gut, einen schönen Wochenstart und bis zum nächsten Mal. Hasta luego.